Willkommen zurück zu Pokémon Blatt, die Randomizer Nachzug Challenge. Im letzten Part haben wir die Arena-Leiterin geschafft, nämlich Marcellus alias Silvana, und haben die Team Strauchler bekommen und haben unsere neuen Teammitglieder, so sagen wir mal, in den Kampf eingeweiht, nämlich Schweipi und Pink Rotbart. Und die haben beide wirklich einen super Job gemacht, das muss ich wirklich sagen. Am meisten Pink Rotbart war eigentlich ein absolutes Monster. Aber jetzt müssen wir erstmal Team Galactic aufhalten, weil sie haben den Fahrradbesitzer und ich möchte den Fahrrad haben. Ach stimmt, wir brauchen ja ein VM-Ding. Wie VMs hasse. Und meines Wissens nach kann Quappus nicht erlernen. Wer erlernt's? Ein Rotbart, Truehope. Ich weiß halt echt nicht gerade, ne? Wie ich das beibringen soll. Weil MOP hat ein super Moveset aktuell, also damit ich echt nichts verändern. Truehope. Der einzige, was mir einfallen würde, wäre der Lockduft. Ja. Sorry, Truehope. Tut mir echt leid. Ich verlerne die Attacke dir definitiv wieder. Aber du musst jetzt erstmal mit Lockduft leben. Also mit Zerschneider. Weil wir müssen jetzt hier weiterkommen und es kann niemand anders lernen, außer du. Ey, kann irgendjemand von euch Powerpunchen? Alter, das wäre krass. Napoleon? Oh, schade. MOP? Ich dachte gerade, dass der MOP Powerpunch kann. Ja, lol. Lel. Ja gut, ne? Da würde ich mal sagen, wir gehen jetzt da rein und mischen die mal ein bisschen auf. Und ich sehe gerade, wir kriegen gleich die 10.000 Schritte zusammen. Wartet. 1, 2. Fuck. Ich hätte einfach da vorne laufen sollen. Okay, 10.000. Perfekt. Haha, verarscht. Ich habe es doch nicht richtig berechnet. Hallo, junges Wesen, ich bin's, ich. Ja, mit meinem wandelbaren Wesen erkennt man mich nicht immer sofort. Dies gehört ich zur Top-Elite der internationalen Polizei. Da es naheliegend ist, dass ein jeder auf mein Verstand hereinfällt. Oh, ne Bell. Und unter vier Augen möchte ich dir auch eins sagen. Deine Fähigkeiten als Trainer sind überragend. Es ist ja wohl klar, dass mir das klar ist. Nicht als sonst bin ich ein Profi. Aus diesem Grunde denke ich nicht, dass dir große Schwierigkeiten bevorstehen. Das solltest du immer vorsichtig walten lassen. Finstere Subjekte sind überall. Aber genug geplänkelt. Ich habe einen Rat für dich. Jede Stockwerk hier hat zwei Aufgänge. Zweifelslos einer immer eine Falle. Die Ganoven von Team Galactic sind, wie sollen wir sagen, sie sind einfach nicht so helle wie du und ich in etwa. Ja, da stimme ich dir definitiv zu, weil, es war ganz ehrlich, da klären uns hier die Topfrisur. Was ist falsch bei denen gelaufen? Aber ich habe nichts gegen Kleidungsstile, wenn sie es drauf stehen. Von mir aus. Aber die haben so ein bisschen nichts im Kopf, ne? Also da bin ich jetzt noch nicht ganz dicht. Du kannst bestimmt leicht herausfinden, welcher Aufgang du nehmen musst. Alles klar, danke für den wichtigen Tipp. Und was hast du eigentlich zu sagen, du Lappen? Wir können bei Team Galactic für seine Pokémon spenden. Was? Nicht? Dann verlasse bitte sofort unser Grundstück! Du willst doch nicht, dass dir es gleich etwas hier wie dem Besitzer des Fahrradladens. Alter, die Schweine! Team Galactic ist als Gruppe nicht einer, der wir interessiert, sondern an den Sternen. Wow. Das nenne ich mal ein Zitat. Und jetzt haben wir zwei Aufgänge. Also ich bin ganz ehrlich, der richtige, würde ich mal sagen, ist der, wo es strenger bewacht ist. Also gehen wir da lang. Na, natürlich klappern wir alle Gänge ab. Ist selbstverständlich, weil wir wollen die ja alle komplett fertig machen. Wir sammeln Pokémon für ganz erstaunliche Unterfangen. Dein Eingreifen können wir daher nicht gestatten. Alles klar, was hast du zu labern, Kleine? Es tut mir leid, aber in Galactic ist kein Platz für Kinder. Ist mir scheißegal, dieses Kind mal haut euch gleich in die Fresse. Na, was holt ihr denn raus? Oh, ein Hund dem. Scheiße, das ist ein Doppelkampf. Wen habe ich vorne? Fuck. Ah, Schweibi und Pinkropa, perfekt. Noch besser könnte es gar nicht sein. Dann würde ich jetzt mal sagen, Giftschweib auf Weimer und den Blubstrahl auf Hundemon. Weil die Glut werden wir resisten, nicht resisten, sondern neutral trocken, also wir werden es aushalten. Und ein Dämon tankt nichts, also winke, winke. So.
Alter, schon wieder ein Level-Up. Was läuft falsch bei dir, Pink Rotbart? Bäh, in your face war ich mehr. Wie viel Schaden macht das? Ja, solider Schaden, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich sehr solider Schaden. Ja, der Heuler, der gefällt mir gar nicht, weil... Schweifi greift physisch an und Pink Rotbart ist so ein Mix-Set. Okay, jetzt muss ich raus. Weil das will ich nicht eingehen, dass jetzt Pink Rotbart dadurch stirbt. Obwohl, ich könnte es regulieren. Ja, regulieren wir es mal. Und Pink Rotbart wird ersetzt durch RGE. Weil ich glaube jetzt, das Rotom wird definitiv einen Donnerschock auf unser Pink Rotbart abfeuern. Was? Alter, da steht ein fucking Wasser-Pokémon vor dir und du ballerst keine Elektro-Attacke. Oh, natürlich jetzt daneben. Ach du Scheiße, das Weimar muss sofort sterben. Wenn das mit Weißer zu häufig trifft, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir echt ein Problem. Rückkehr schnell. Ja, schläfst du weg, Schweifi. Alter, wehe, du bist hier furchtbarer. Alter, ich warne dich, Schweifi. Warne dich. Okay, er hat schon mal das Weimar umgebracht, zum Glück. Alter. Level 20! Sind alle Teammitglieder schon mal Level 20? Ist das nicht nett? Den Robert natürlich auch wieder an der RGE. Ja, geil. Trifft auch. Nice, nice, nice. Alter, stimmt die Fähigkeit. Alter, wie geil. Läuft. Und ein Knitz. Und ich würde mal so spontan. Obwohl. Wie schnell bist du, Schweifi? Wie schnell bist du nochmal? 34. 31, 34. Okay. Halte ich eine Pflanzenattacke mit RGE aus? Eigentlich, es ist nur ein Knilz, wenn ich es so bedenke. Es ist halt echt nur ein Knilz, ne? Ja, das wird ja schon wegstecken. Ich bin zwar jetzt richtig übermütig, dass ich gegen den Knilz drin bleibe, weil das Bug kann bestimmt Megasauger oder so. Obwohl Megasauger macht halt auch echt nicht viel. RGE hat schon Pflanzenattacken weggesteckt. Also, ne, das ist echt ein Problem. Und der Giftschweif trifft. Sehr effektiv. One-Shot. Naja, nicht ganz. Schade. Da kommt ein Megasauger. Und. Obwohl, warte, wenn es ein Crit ist, dann könnte es kritisch werden. Versteht ihr, Crit. Als ob ich es gecallt habe. Als ob ich es gesagt habe, da kommt jetzt ein Crit, dann könnte es kritisch werden. Alter, du Bastard, du wirst jetzt sowas sterben. Ja, Rotom, dich kriege ich noch mit Finte und MOP Mendig. Das sage ich gleich, du kommst mir nicht davon. Aber erstmal die Rückkehr auf Knilz. Das ist jetzt uns da Probleme bereitet. Ja, oh mein Gott. Alter, mir ist gerade echt gleich like, das Herz in die Hosentasche gerutscht, wenn das Knilz gestorben wäre. Weil ich glaube, RGE wäre dann tot. Ganz ehrlich, RGE wäre, glaube ich, tot. Und das wäre nicht so schön. Na gut, ne, MOP männlich, da gehen wir auf dich dann mal rauf. Mit deiner Finte triffst du eh zu 100%, also warum denn nicht? Ja, bitte triff, bitte, Schweifi. Oh. Ja, okay, dann da nochmal den Biss und die Finte wird ihn dann killen. Schweifi, denkst du weg? Gut. Natürlich ist daneben, aber die Finte nicht. In your face. Ja, das wird One-Shot aus der Range. Ja. So, die ersten Team Galactic Lappen platt gemacht. So will ich das doch sehen. Ist doch eigentlich alles glatt verlaufen. Außer, okay, das mit RGO. Und heißen die beide Jill? Haben die gerade wirklich beide Jill geheißen? Lel. Aber ich müsste mich echt heilen, ne? Also, ich bin jetzt gerade echt angeschlagen. Muss man wirklich sagen. Also, RGE und Schweifi sehen echt nicht mehr so gut aus. Habe ich ein Tränkchen? Tränkchen. Ja, ich habe ein Tränkchen, aber... Ich heile RGE auf. Weil, obwohl, ich habe doch noch die Bären, ne? Ich habe doch Bären. Okay, ich habe doch keine Bären. Ah. Okay, dann tun wir mal Schweifi weg. Und ersetzen es durch MOP männlich. Bevor wir jetzt da hochgehen, also ich denke mal, das ist der richtige Weg, gehe ich da hoch. Obwohl, ne, ist es eben nicht. Krass. Als ob das der richtige Weg ist. Lol. Komm her, Mann. Richtig geil. Unsere Zielvorgaben sind unfassbar. So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe. Ich verteidige sie trotzdem mit blindem Gehorsam und ihr wird nicht verziehen. Eigentlich ist es total dämlich,
Befehle einfach zu befolgen und nicht zu hinterfragen. Und wieso heißt jeder Galaktiker Jill? So, ganz ehrlich, jeder heißt irgendwie Jill. Was ist denn das hier? Jill, da komme ich mir vor wie in der einen SpongeBob-Folge mit Olaf. Das hier ist Olaf. Olaf? 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 Lass es mir raten, Sie sind, genau, Jill. Hä? Mann. Was haben wir hier? Alter, was ist das? Was sind das für Bären? Ich krieg dauernd so komische Bären. Was ist das? Wo sind die? Da. Ja, für Knurst. Ich krieg nur Knurstbären. Nur Knurstbären. Wozu? Ich brauch sie nicht. Ich will doch einfach mal eine Sinebeere und eine Zitobeere, aber keine Knurstbeere. Was soll ich damit anfangen? Also nochmal, auf in den nächsten Kampf. Oh, der will gar nicht kämpfen. Team Galactic arbeitet hart an einer Gegner für die Zukunft. Das finde ich schön. Also wenn man so überlegt, dass sie für die Zukunft arbeiten, ist es gar nicht mal so schlimm, ne? Sehen wir uns, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer gespitzt. Was? Was bist du für eine, ey? Kannst du nicht einfach das Pokémon von jemand anderem klauen? Okay, das kannst du klauen. Ey, männlich. Ich würde mal sagen, dass du dich zurückziehst. Und zwar sofort. Warte mal, kann das Fuck finde ich auch Konfusion oder so? Irgendeine Psychoattacke wird so. Warte, fuck. Okay, eigentlich muss ich das locker wegstecken, weil. Ja. Keiner klar, die hat einen richtig miserablen Spezialangriff, was zwar traurig ist, aber war. Natürlich will er die Attacke ab. Ach du Scheiße. Bitte bring das Fakti um. Bring es um. Bring es um. Hopp, gib mir den Volltreffer. Oh, schade. Bei Zornklinge wird, je öfters du es einsetzt, immer und immer stärker und das kann echt gefährlich werden. Und was soll ich sagen, mal Rankni? Bam, in your face. Geh sterben, dankeschön. So machen wir es doch. Drop, du hast dich gerade gegen ein Psycho-Pokémon durchgesetzt. Respekt. Und wie gesagt, MOP wird auch immer stärker. Muss man echt sagen. Und es ist wirklich krass, wie schnell wir gelevelt sind. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt auf den anderen Weg lang. Zu kämpfen? Wir forschen an neuen Energieformen. Wir wollen uns die mysteriöse Kraft der Pokémon aneignen. Und das okay. Nicht weiter nachfragen, einfach weitergehen. Und das war anscheinend der falsche Weg, worüber ich auch gerade sehr froh bin, weil da muss ich jetzt nicht extra nochmal zurückgehen. So, tun wir dich vor, Ping Robart. Das ist das neueste Teammitglied. Schwächste, also Schweife ist eigentlich die aktuelle Schwächste vom Level her, aber ihr seid ungefähr auf dem gleichen Level. Was hast denn du? Oh, Portrott, wie ekelhaft. Du widerst mich an. Du ekelhaftes Drecksding. Aber ich würde mal sagen, Glückstrahl? Mein Portrott hat, ich hoffe, dass es reicht, weil Portrott hat mega Defensivwerte. Weil die sind wirklich krass. Was? Ja, das ist ein Portrott. Das hat echt krasse Defensivwerte. Und Piropa klatscht das einfach mal so und vorbei geht weg. Ja, läuft. Okay, Piropa, ich werde dich nie wieder unterschätzen. Und dann kommt ein Raupi. Erst sind wir total überzeugt, weil sie den Portrott hatten, dann kommt ein Raupi. Ernsthaft? Lupfstrahl weg damit. Der nächste bitte? Hopp, hier. Dankeschön. Bitte kommt jetzt was Anständiges. Das war nicht mit anständig gemeint. Ah, Blutstrahl. Bitte gestorben. Oh Mann, der Trainer war. Also der Rüpel war echt ein richtiger Lappen, ey. Portrott, positive Überraschung. Da kam Raupi. Der Tiefpunkt. Und dann kam. Also, ja, waren wir immer noch unten. Weißt du, wie ich dich gewinnen konnte? Du hattest einen Raupi und einen Safgorn. Meine Güte.
So, dann gehen wir mal weiter. Wir haben nämlich noch lange nicht die Spitze erreicht. So. Obwohl, wir sind eigentlich schon ziemlich weit oben, muss ich sagen. Du bist noch fit? Dann legen wir mal los. Gewöhnliche Leute wie du verstehen einfach nicht die großen Ziele von uns, von Team Galactic. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was das Ganze soll. Ja, warum bist du dann hier? Und ich habe anscheinend den richtigen Weg gefunden, deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück und gehe den anderen Weg, weil da liegen noch zwei Items und die will ich haben. Oh, an den Trainer erinnere ich mich. In Originalspiel, wenn du das nicht randomized, ist er mega gefährlich, weil er ein Kadabra hat, was eigentlich alles aus seinem Team ausbietet und dich einfach da nur kaputt schlägt. Oh, hallo, Lepumentas. Eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir gegen dich kämpfen. Weil, Hübschrei? Och, du, ja, das ist ein Spezialangriff, Hilfe. Aber bitte reiche. Nein! Aber du solltest es auch so packen. Ja, Dual Speed ist perfekt. Ja gut, dann war es eigentlich gar kein Hindernis so richtig. Einfach zweimal Blutstrahl und tot, würde ich mal sagen. Aber ein Lepumentas könnte ich auch mal trainieren, ey. Ich hab noch nie ein Lepumentas trainiert. Ja, auch mal eine Neuerung. Damit kommst du nicht davor ein. Doch. Eben doch. Du hast gegen mich verloren. Ich hab gestern gesagt, ich gehe jetzt nach oben rum in die Pokébälle. Alter, ich bin gespannt, was da drin ist, ey. Oh mein Gott, noch ein Fossil! Damit können wir Aerodactyl kriegen. Aber wir haben nur einen Encounter, ne? Ja. Wir müssen es dann uns entscheiden, ey. Holy shit. Ein Gelbstück, okay. Aber was wäre aktuell sinnvoller? Schilderus? Oder Aerodactyl? Schilderus wäre halt so speziell. Also, es wäre halt nochmal. Es sind beide physisch, aber ich bin ein spezielles Mod wieder. Aber anscheinend sind wir hier schon angekommen. Und ich würde mal sagen, wir machen das jetzt auch schnell. Also, Ping Rotblatt, bist du bereit? Okay. Ich denke mal, ja. Was hat die Galactic nur vor? Warum stehlen sie unseren Pokémon? Was sollen sie damit erreichen? Ich würde mal erst sagen, bevor ich da anscheinend die Pokéball holen. Überreste? Alter, das wird sofort gegeben, ey. Ey, Jungs, wer will die Überreste haben? Freiwillige melden. Alter, boah, wem kann ich sie überhaupt geben? Eigentlich bin ich Rotbart, weil er halt echt viel wegsteckt, ne? Perfekt für den Kampf. Kann ich das eigentlich sortieren? Das weiß ich ja gar nicht. Ne, kann ich nicht. Egal. Machen wir dich jetzt auch noch schnell kalt. So viel Zeit haben wir noch ein paar. Wolltest du etwas? Ach, wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon befreien. Ja klar, als ob ich das erlauben würde. Ja, ich, Jupiter. Ich kümmere mich persönlich um dich. Also wieder ein Vorstand, wie es aussieht, hä? Oh ja, das ist ein Vorstand. Also von den ganzen Vorständen bin ich... Mama! Ich wollte gerade sagen, bin ich sie am wenigsten... Also ich fand sie nicht so cool, aber da kommt sie auf einmal mit Latios um die Ecke. Heilige Scheiße, Hilfe. Was machen wir da jetzt eigentlich? Ich wüsste die Drache und Psycho, also ich wüsste seine Typen, aber ich weiß nicht, ob das hier auch meine. Probieren wir es mal aus mit Metallklaue. Oh. Warte. Also meine Überreste funktionieren jetzt nicht mehr. Aber ich triff neutral. Okay. Das sieht sich jetzt aus wie ein Schwertanz. Ja, okay, Latios macht gerade Scheiße. Weil das könnte halt echt mega gefährlich werden, aber... Ping Rotbart haben wir echt die perfekte Typen-Kombi vor ihm, ne? Wegen den Stahltypen einfach. Da sieht man einfach, wie overpowered dieser Fuck-Typ ist. Der besitzt nämlich auch Drache und, wie viel stimmt, 80, ich bin gespannt. Ja, der gute Fuck, was denn? Erster Feuer ohne. Natürlich. Paralyse! Warum denn auch nicht? Aber die Überreste eilen uns wieder ein bisschen auf. Das ist das Schöne daran. Also, obwohl Mama muss bis 6. Keine Scheu. Ob bis 6 oder sind wir erst bis 2? Erstmal 3 kommen, dann schwer kommen. Ich glaube, sind wir erstmal plus 4. Aber durch die Überreste tun wir uns immer schön hoch rein, ein bisschen. Also, da kann ich eigentlich nochmal ein Schwertnass aufballern. Damit habe ich kein Problem.
Ich denke mal, Pink Robert auch nicht. Ah, ich bin schon auf Maximum, okay. Weil ich war mir jetzt unsicher, bin ich jetzt schon auf Maximum oder war ich es nicht? Was war da jetzt? Aber jetzt ist Fressi plus 6 der Drachenmetallklaue. Ich wollte Drachenklaue sagen, ey. Wir sind ja kein Grandiras oder so. Aber boah, das wird Schaden machen. Ich glaube, das Ding ist tot. Das Ding ist tot. Ja, das Ding ist tot. Kommt der, Alter. 23, läuft. Was kommt als nächstes? Wegen Rotband fuckt sie alle ab. Come on. Keifel. Oh oh, wenn es eine Bodenattacke drauf hat, könnte es sogar richtig gefährlich werden. Ne? Metallklaue. Schlammbombe. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Okay. Also, wenn das Keifel danach jetzt noch da, nach der Metallklaue steht, dann sage ich wirklich Respekt, aber. Das überlegt kein Keifel der Welt eine plus 6 sehr effektive Metallklaue von einem Empoleon. Und 24, Alter. Ping Rotbart, was geht mit dir ab? Angeberei? Nein. Also, ich bin echt ein Fan von Verwirrungen. Und außerdem, bei Gegner funktioniert es doch eh nie.